Yo, Friends, was geht ab? Hier ist wieder Armin von Immer Fresh und KPX Jamal Teil 2. Der erste Teil, da wollten wir auch schon Outfit Reaction machen, aber ich war leider krank. Dubai, Video von Heiko Hammer. Hey, du bist weg, sag mal, was hast du davon? Ich steige in den Aventador und fahre nach. Alle, zu wild, zu wild. Ich schwör's euch, wo ich schon die Hörprobe vorgestern, glaube ich, haben die es gepostet. Digga, ich habe es auf Insta gepumpt. Weil es klingt einfach so nice, also dieser verträumte Vibe, wie Capi die Hook macht, Endlevel. Der erste Teil, No Comprendo, war eher so ein Jamule-Song und Capi-Feature und jetzt ist Capi-Song und Jamule-Feature. Die haben quasi auf beiden Channels ein Ding gedroppt. Und wie gesagt, Alter, wo das rauskam, Jamule, Capi 1, No Comprendo, ich lag leider flach, Alter, deswegen konnte ich keine Reaction machen. Props an Clemens, der hat dann die Outfits, ich habe ein bisschen am Handy noch mitgeholfen, auf die Website rausgehauen. Checkt es ab auf der Website immerfresh.de, die Outfits zu No Comprendo. Und wir starten hier direkt rein. Die Jungs tragen einen Kaftan, auf den kommen wir später zu sprechen. Aber man sieht Capis Yeezys. Das sind die Yeezy Boost 350 V2 Yesaya. Und tatsächlich ein sehr angesagter Yeezy, weil die Größen verschwinden einfach übelst krass. Hier gibt es nur noch die Größe 2, was ziemlich klein ist. Weitere Shops von dem Yesaya findet ihr auf immerfresh.de in dem Artikel zu diesem Song. Und was wir euch ebenfalls verlinken, sowohl in der Beschreibung als auch im Artikel, ist eine Übersichtsseite, wo ihr Yeezys zu einem sehr fairen Retail-Wert kriegt und auch 100% safe und sowas. Checkt das auch ab. Guck mal, da gibt es hier Yeezys, die fangen halt ab 200 irgendwas Euro an, je nach Größe. Capis Gucci-Hut, den kennt ihr auch schon aus No Comprendo, ist dieser Hut, der kostet tatsächlich 390 Euro. Und der ist wendbar. Hat auf der einen Seite ist er so braun und auf der anderen hat er Monogramm. Ich würde sagen, passt zu Capi, Gucci Flex ist auf jeden Fall am Start. Geiler Beat auf. Vincent Stein, Bizarre Joker F, Feel the Beat, alles abgerissen. Wir kommen zu Capis Jogger. Apropos, ist ja auch kein Zufall, dass Capi Yeezys trägt und hier einen Jogger von Adidas. Capi ist jetzt bei Adidas, ihr wisst Bescheid. Und da gab es anscheinend ein bisschen, hat ein bisschen auch Nike, ein paar Kitzler gegeben. Zum Beispiel bei No Comprendo habt ihr es auch gesehen, da war glaube ich die Air Force Ones oder so, war durchgestrichen und da war Adidas drauf geschrieben. Aber auch an sich bei Insta gab es ein paar dezente Provokationen gegenüber Nike. Und genau, die haben anscheinend Capi verloren, auf jeden Fall. Und trägt hier eine Adidas-Hose, steht ihm auch gut. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viel Adidas dafür gezahlt hat. Oder was Nike gemacht hat, dass sie sich bei Capi so verscherzt haben. Aber jetzt zu Capis Adidas-Jogger. Ist aus der neuen Adicolor Premium-Kollektion. Gibt's auch noch in allen Größen und die Farbe nennt sich Hazy Green. Manch einer wird auch sagen Mint. Also ich finde ein sehr, sehr cooles Piece. Gerade für die, die ein bisschen auch Farbenkombinationen feiern. Die Jogger gibt's aber auch in so einer blauen Farbe. Eigentlich finde ich die noch nicer, um ehrlich zu sein. Die würde ich eher tragen. Und gibt's auch in Full Black. Und was wir euch ebenfalls verlinkt haben, sind die Pieces, die man auch dazu kombinieren kann als Oberteil. Und zwar hat Capi auch in der Story das passende T-Shirt dazu getragen. Auch sehr nicer Schnitt. Und auch diese Pieces, T-Shirt, Sweater, gibt es auch nochmal in den verschiedenen Farben. Also diese Adicolor Premium Kollektion, genderneutral, auf jeden Fall sehr wild. Weiter geht's mit seiner Gucci Bag. Die finde ich auch eleganter als andere Gucci Bags. Ist diese Umhängetasche aus der Off-the-Grid Kollektion. Und die hat so einen Rucksack-Look, was auf jeden Fall nice ist. 950 Euro. Gibt es auch in verschiedenen Farben, wobei ich schwarz am meisten präferiere. Und wer ein bisschen 200 Euro sparen will und was Kleineres haben will, jetzt auch, wenn es wärmer wird, wenn man so Shorts trägt und es nicht in die Hosentaschen passt, für 57 Euro gibt es die Off-the-Grid-Mini-Tasche. Alles so nice. Alle, er hat das Team Kuku-Tattoo noch auf dem Unterarm. Er hat mir in einem Interview gesagt, dass er sich vielleicht weglasern lässt. Aber genau. Ist auf jeden Fall auch ein Teil der History. Weiter geht's mit Jamules Shorts. Erkennt man am Karo-Muster, ist von Burberry, tatsächlich auch aus der aktuellen Kollektion, 550 Euro für eine Shorts, Ladies and Gentlemen. Das ist auf jeden Fall auch eine Ansage. So, kommen wir zum Schuhwerk von Jamule. By the way, sehen Capis Yeezys hier oben gelber aus und unten nochmal beiger. Aber es sind die gleichen. Ich habe geguckt, auch auf Insta sieht man es auch noch mal besser. Das ist einfach wegen der Belichtung oder Filter oder Sand oder sowas. Genau. Jamules Schuhwerk ist auf jeden Fall hier minimalistisch gehalten. Und passend zu Capi tatsächlich, nämlich die Yeezy Slides. In der Farbe Bone gibt es sie hier für, je nach in deiner Größe, so 250 Euro, manchmal auch 350 Euro. Auf jeden Fall stylische Badeschuhe. Da ist auf jeden Fall ein Blickfang für den Sommer. Ich finde auch die Adlibs von Jamule auch geil in der Hook.
Auf jeden Fall zwei musikalische Leute haben sich hier zusammengetan. So, kommen wir zu Capis Cap. Ist von Off-White. Ist eine Basecap und das Modell in der aktuellen Kollektion kostet 180 Euro. Und für eine Designer-Cap 180 Euro ist auf jeden Fall auch nicht die Welt. Aber ist die Frage, ob man 2021 sich noch Off-White holt. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Off-White 2021. Aber der Tracksuit von Capi nachher, der ist auch von Off-White. Der ist auf jeden Fall schon nice. In Full Black gibt es die auch noch. 255 Euro, noch ein bisschen teurer. Parmalo, weiter geht's mit Capis Sneakern. Hier auf jeden Fall vor dem Aventador. Auch mega geile Lackierung mit diesen Kontrastlinien. Kommt auf jeden Fall in meinen Musikvideos sehr wild. Erstmals haben wir so mit so einem Kontrastlinien in Lambo bei AZ und Chata in Bala gesehen, wer sich noch erinnert. Aber auf jeden Fall Fokus wieder back auf die Outfits und zwar auf die Sneaker von Capi. Sind natürlich von Valentino Garavani und dasselbe Modell hat auch Ferro 47 in schwarz getragen, in V12/Resümé in diesem Song. Und hier, die kosten 620 Euro. Jamule kommt auch mit sehr wilden Sneakern. Man muss auch echt sagen, Jamule seit Tag 1 sehr fashion-affin. Sind die Chanel Low Top Trainer in Triple White. Dadurch, dass das Video ein bisschen überbelichtet ist, sieht man das Doppel-C nicht. Auf jeden Fall auch nicht so einfach zu bekommen. Und im Resell teilweise über 1000 Euro. Wirklich crazy. Wir haben dazu auch eine sehr wilde Alternative, mit der man auch wirklich diesen sportlichen Style kreieren kann. Ist natürlich, der Flex ist natürlich rausgenommen, aber da kriegst du wirklich für unter 100 Euro einen Sneaker wirklich in diesem Style. Ferrari. Geil, Capis Tutor. Capi auf Film. Ich muss sagen, diese vibigen, verträumten Sachen von Capi sind natürlich auch sehr wild. Wirklich, wirklich, wirklich. Capi trägt hier tatsächlich aber noch eine Uhr. Und zwar eine Richard Mille Rafael Nadal. Crazy Piece mit einer roten Lünette und einem weißen Armband. Und was auch an Richard Mills natürlich übelst krass ist, nicht nur der Preis, sondern dieses transparente Uhrwerk, was man sehen kann. Hier ist sie ausverkauft, aber es gibt sie noch in unserem Shop 2, den ihr auch auf immerfresh.de findet. Und da kostet sie 317.000 Euro. Da auf den Preis könnt ihr euch ungefähr einstellen. Ich glaube tatsächlich, dass sie sich Capi nicht gegönnt hat, also nicht gekauft hat, sondern dass sie sich von einem Homie in Dubai fürs Musikvideo geliehen hat. Wann hat er sie sich gekauft? Hat er safe eine Story oder so gemacht. Man muss auch sagen, die Outfits von den Jungs sind echt in vielen Szenen sehr gut aufeinander abgestimmt. Bis zuletzt, nicht zuletzt beim Kaftan und den Louis Vuitton-Brillen, auf die wir noch kommen. Auch hier bei diesem Outfit, wobei Jamules Shorts da so ein bisschen aus dem Raster fällt. Und krass, nice auch Color-Matching von der Richard Mille von Capi zu den Valentino-Sneakern. Auf jeden Fall auch sehr wild. Und kommen wir jetzt zu den Shirts. Die haben so einen leichten Relaxed-Fit und so einen leicht dickeren Kragen. Und ich vermute, es ist ein Basic-Shirt von Mason Margiela, was aber schon ausverkauft ist. Wir haben auf jeden Fall ein paar günstige Alternativen in diesem Style für euch am Start. Und da müsst ihr wirklich nicht viel Geld ausgeben. Hier zum Beispiel für 9,99. Wer es ein bisschen mehr Oversize mag, kann die Alternative 2 abchecken. Hier gerade reduziert auf 15 Euro. Und zwei weitere Alternativen findet ihr auch auf immerfresh.de. So viele Bitches, die mich schreiben. Treff ich mich mit Donna oder Melanie? Der, Malle. Oder treff ich mich mit beiden? Luxus, Alter, Luxusprobleme. Playboy, Playboy. Kommen wir zu Capis Kette. War auf jeden Fall ein Geburtstagsgeschenk von seinem guten Freund Ashraf Remo. Und auf der einen Seite haben wir Capi und auf der anderen Seite haben wir Joker. Ist hier auch von Schützelhofer Juwelier angefertigt worden, also ein sehr hochwertiges Piece. Und ist natürlich eine Einzelanfertigung, kann man jetzt so nicht kaufen. Zack, Alter. So, kommen wir jetzt zu Capis Brille. Die sieht man hier richtig gut. Zack, hier sieht man sie von Namen. Hat außen an den Bügeln den goldenen Panther. War ein Geschenk von PA. Gibt es auch noch in Stock für 800 Euro. Also auf jeden Fall ein stolzes Ding. Und hier seht ihr nochmal den Bügel von der Seite. Sehr edel. Hier im Shop 2 gibt es nochmal ein bisschen günstiger. 748 Euro. Hier Zigaretten sind am Start. Das ist auch hier eine gute Szene, die nächste Sonnenbrille vorzustellen. Von Jamal. Aber die hat Capi auch. Die haben die Jungs im Partnerlook. Und zwar der immer fresh. Gucker weiß natürlich, es handelt sich um die Louis Vuitton Millionaires Sonnenbrille. Für stolze 675 Euro. Aber auf jeden Fall, wenn man die trägt, dann weiß jeder, man ist reich. Die haben ja auch jetzt schon viele Deutschrapper getragen. Chata, Shindy und viele mehr. Eine günstige Alternative in demselben Style haben wir auch. Da sollte man natürlich nicht die allerhöchste Qualität erwarten, wie jetzt bei Louis V, aber ist eine ganz lustige Alternative. Geil. Brüderlich die Kippen anzünden. Hier haben sie sich auch auf den Vibe angepasst, in den traditionellen Gewändern Saudi-Arabiens. Und ich muss auf jeden Fall sagen, hier die Louis Vuitton-Brille passt auch gut dazu. Und Capi ist hier auch
passend zum Sand, vor der Sonne geschützt. Hier haben wir ein sehr ähnliches Modell zu den Kaftans von Jamul und Kapi. Kurz vor einer Dubai-Reise, den Link in der Beschreibung abchecken und einen Kaftan kaufen. Schadet auf jeden Fall nicht. Sie kommt raus und die Flüte geht auf. Bett steigt ein, was dir bequem. Wir verdrehen sich damit alle sehen. Geil. Das erinnert mich an so eine Line. Damit alle es sehen, alle es sehen. Ich weiß nicht mehr, welcher Song. Schreibt in die Kommentare, wer das weiß. Hat mich ein bisschen daran erinnert. Aber auf jeden Fall auch geile Line. Fahren 30, damit alle es sehen. Kommen wir hier zu den Sneakern von Kapi und Jamule. Jamule rockt die Air Force Ones in All White. Auf jeden Fall hier, ich weiß, so Kapi ist bei Adidas. Aber nichtsdestotrotz, einer meiner Lieblingssneaker. Definitiv. Sieht immer fresh aus. Geht zu vielen Outfits klar. Und es gibt aktuell eine Knappheit. Aber wir haben nichtsdestotrotz mehrere Shops auf immerfresh.de. Und der Shop hier hat gerade alle Größen am Start. Bei Nike Direkt gibt es nur noch 3 Größen. Aber manchmal wird der auch gerestockt. Das heißt, ihr schaut da auch vorbei. Übrigens, Friends, wer Nike Deal abstauben will, bis zum 9. März gibt es 20% on top auf bereits reduzierte Sachen. Also das ist schon sehr wild. Ich würde sagen, einer der krassesten Nike-Aktionen, die es gibt. Ihr müsst euch dafür einfach mit eurem Kundenkonto einloggen und dann den Code MARCH21 eingeben. Und dann wird der 20% extra Rabatt abgezogen. Also sehr wild. Filtert am besten nach Kategorie und Größe. Da habt ihr nämlich schon direkt die Sachen am Start, die zu euch passen und auf die ihr Bock habt. Nur bis zum 9. März und der Link ist ganz weit oben in der Beschreibung. Kapi Sneaker sind die Dior B22. Kosten 990 € und es ist tatsächlich dieser Colorway. Also es sieht dort aus, als wären diese lilanen Akzente wären komplett schwarz. Aber es ist dieser Colorway. Baby, du bist wechseln, was hast du davon? Ja, geil, die Hook kommt wieder, freuen wir uns. So, kommen wir jetzt zu Jamules Uhr, weil ich glaube, die sieht man nicht so oft wie Kapis Uhr. Ist eine Cartier Santos Iced Out, soweit ich das erkennen kann. Auf jeden Fall ist bei den Deutschrappern gerade ein Cartier Santos Hype und gerade auch die Iced Out Variante. Man muss auch echt sagen, Cartier Santos ist eine Uhr, die jetzt nicht die Welt kostet. Listenpreis 7.100 € und hier gibt es die gerade für 6.690 € ohne Eis. Mit Diamanten besetzt, je nach Reinheit, nochmal den ein oder anderen fünfstelligen Betrag dann oben drauf rechnen. Nice, also nice. Ich weiß auf jeden Fall, was zu meiner Playlist hinzugefügt wird. Kommen wir zu Kapis Shorts, die Shorts des Bratans. Und zwar ist es eine Adidas X Pharrell Williams Basics Shorts. Und es ist exakt diese hier. Die ist aus dem ersten Drop und schwerer zu bekommen. Aber hier gibt es auf jeden Fall einige Größen. Weitaus einfacher zu bekommen ist das Modell aus dem zweiten Drop. Das gibt es hier auch für eine 59 € Adidas X Pharrell Williams. Hat einen Ticken anderen Grauton. Und eine günstige Alternative zu der Shorts von Kapi, die ist auch wirklich super ähnlich vom Schnitt und von der Farbe, ist diese Adidas Essentials Shorts. 35 €, also kann man wirklich nichts sagen. Wer den Style feiert, kann auch das weiße Oversize-Tee auf immerfresh.de noch abchecken mit dieser Shorts. Palm Allah, habt ihr einen Sommer-Look, der sich sehen lassen kann. Geil, Alter. Also ey, man muss echt sagen, auch Dubai, schon crazy, schon crazy. Also ich war auch schon mal da, muss man echt sagen, und das ist schon krass, da mal gewesen zu sein. Aber zum Leben ist es für mich auf jeden Fall nichts. Das ist alles übelst groß und übelst krass, wenn man das so sieht und man denkt, wow. Aber wenn du dann drin bist, dann merkst du, das ist irgendwie mehr gebaut, damit es krass kommt, als dass es wirklich funktional ist und wirklich so ein Vibe hat, dass du da leben willst. So, wenn du mich fragst. Aber vielleicht habe ich es auch von der falschen Seite kennengelernt. Da gibt es ja einige, die feiern Dubai. Auf jeden Fall kommen wir zu Kapis Hoodie. War ein Geschenk von Jamule und ist auf jeden Fall aus schön weichem Vlies. Leider haben wir das Modell nicht gefunden. Wer das Modell kennt, schreibt es in die Kommentare. Wir updaten es auf immerfresh.de. Bis dahin. Es ist wahrscheinlich auch ein Designer-Hoodie, der ein bisschen teurer ist. Deswegen haben wir da nice Alternativen am Start. Zum einen auch aus der Adidas Originals Premium-Kollektion. Also könnte auch von Kapi getragen werden. Dieser Hoodie, mega fresh. 90 €, ein super nices Material. Wenn ihr zwischen zwei Größen steht bei dem, holt eher die Größe größer. Dann habt ihr auch so einen lockeren Oversize-Fit wie bei Kapi. Ansonsten ebenfalls ein Hoodie, den ich sehr empfehlen kann, aus der Pegador Wild Society Kollektion. 70 €, ein bisschen günstiger. Sehr nicer Oversize-Fit, da könnt ihr auf jeden Fall True to Size gehen. Und die Farbe nennt sich Coconut Milk, ein sehr wilder Hoodie. Und noch eine sehr günstige Alternative im Artikel. Kommen wir zu Jamules Jacke. Auf jeden Fall auch starmäßig Silber. Wie man hier unschwer erkennen kann, von Dior. Hier seht ihr das Piece, 3.000 €. Auf jeden Fall strong.
aber als Life is Pain Rapper verdient man anscheinend nicht allzu schlecht. Und als Normalverbraucher kann man auf jeden Fall, wenn man diesen Star-Look feiert, ein Auge auf die Alpha Industries MA1 X-NASA werfen. Macht man auf jeden Fall nichts falsch mit. Gibt's auch im Full Black, auch in diesem shiny Look. Dann auch ganz fresh von Adidas, mehr im Trainingsjacken-Look. Dieses Modell kommt auch in so einem silbernen Ton, auch fresh. Unabhängig davon, wer den Song feiert, Friends streamt den. Und auf jeden Fall ist auch Jamule bei 2 Songs dieses Wochenende vertreten. Auch auf dem Life is Pain All-Stars Gang Song auch am Start. Also wer Life is Pain feiert, auf jeden Fall krasses Ding. Alle sind dabei. Und Kapi geht auch auf Tour. Ja, also 2022, meine Freunde, gibt es 16 Events. Da könnt ihr gucken, ob in eurer Nähe ein Ticket ist. Und wer Kapi live sehen will und dran glaubt, dass 2022 wieder die Tour am Start sind, Link ist da auch. In der Beschreibung könnt ihr auch ein bisschen Kapi supporten. Ja, es muss sich lohnen, also Baby, lass uns los, yeah. Baby, du bist extra, was hast du davon? Ich stecke in der Wende. Ach geil, Alter, jetzt sind die Adlibs am Start. Kommen wir zu Jamules Jeans Shorts. Das ist keine geringere als von Versace Jeans Couture, diese Distress Shorts. Auch aus der aktuellen Kollektion, 239 Euro. Ist jetzt in dem Vergleich, was wir sonst so gesehen haben, echt noch irgendwie okay. Wenn wir eine günstige Alternative dazu finden, check dafür den Artikel. Paar Mal, sehr wild. Kommen wir jetzt zu Kapis Tracksuit. Ja, der ist von Off-White, meine Freunde. Und den finde ich auf jeden Fall nice. Hier die Trackpants für 520 Euro mit dem roten Seitenstreifen und hier die Track Jacket für 650 Euro, ebenfalls mit dem roten Seitenstreifen. Und ich feiere auf jeden Fall auch den Zipper. Und da das auf jeden Fall sehr viel Geld für einen Tracksuit ist, werft auf jeden Fall mal ein Auge auf den Jordan Flight Tracksuit. Der ist super ähnlich, auch in einem sehr guten Material und kommt ebenfalls mit roten Elementen. Ein sehr nicer Anzug, kann man auch nichts falsch machen. Der wird leider irgendwie nicht mehr gerestockt und ist in vielen Shops ausverkauft. Wir haben euch mal ein paar Shops auf unserer Website da zusammengestellt, da sollte eigentlich jede Größe aktuell noch vorhanden sein. Geil, Alter. So, kommen wir zu Kapis Hoodie. Ebenfalls von Dior in Grau. Oversize Fit, 850 Euro. Eine sehr coole Alternative, die ich auch selber besitze, ist der Nike Lab Fleece Hoodie. Auch in einem leichten Oversize Fit. Heather Grey, meliert und in allen Größen da, obwohl es eigentlich ein relativ limitierter Hoodie ist. Und noch für die günstigen Friends hier von 30 auf 15 Euro reduziert, dieser Oversized Hoodie in Grau. Also wirklich, bei dem Preis, Alter, kann man auch nichts falsch machen. Komm, Alter, komm, direkt nächste Ding. Hier die Szene im Hotel Room Kaffee, Alter, guck mal, der lacht doch. Aber nee, er macht es schon gut schauspielerisch. Also weißt du, wenn es mir eigentlich gut geht und ich muss so ein Ding machen, ich glaube, ich würde es viel schlechter machen. Auf jeden Fall sippt er den Champagne. Und trägt seine Rolex. Ist die Rolex Day-Date mit Diamanten an der Lünette und schwarzen Ziffernblatt. Circa 50.000 Euro Retail-Wert. Hat er sich zusammen mit Samra am Kudamm geholt. Und ich werde auf jeden Fall traurig jetzt gerade bei dem Gedanken. Deswegen lass uns da erstmal nicht drüber reden. Ist nochmal ein anderes Thema. Eine günstige Alternative, die ich auch sehr empfehlen kann, weil ich die selber habe. Die hat sehr oft einen sehr krassen Preis. Hier zum Beispiel von 219 auf 148 Euro. Also wirklich ein super Deal. Wer eine goldene Uhr mit schwarzem Ding feiert und nicht so übelst viel Cash ausgeben will, aber trotzdem ein bisschen Premium, dem kann ich diese Uhr auf jeden Fall ans Herz legen. Und ich sing jetzt unter ihrem Balkon. Geil, Friends, alle. Wer Kapi feiert, checkt auf jeden Fall den Merch-Drop ab bei Bra Musik. Manche Pieces hier, guck mal, das erinnert mich ein bisschen an irgendwas. Hier ein bisschen Palm Angels. Und das andere, ein bisschen an Off-White X Nike. Aber auf jeden Fall top günstige Alternativen dazu. Und in Berlin lebt Kapi-Style, also wer das feiert, auf jeden Fall fresh, auf jeden Fall sehr fresh. Ja, und ich glaube auch Kapi macht solide Qualität. Hier der Half-Zip ist auch nice, der ist von nichts inspiriert. Auf jeden Fall hier Bra Musik exklusiv. Da gibt es aber noch mehr Pieces. Hier noch T-Shirts. Und eine Track Jacket. Wenn es feiert, checkt es ab. Vergesst nicht zu kommentieren, was eure Meinung ist, dass Kapi jetzt bei Adidas ist. Und checkt auf jeden Fall unsere letzte Outfit-Reaction ab zu Jizzes. KKMF. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für euren Support immer wieder. Wir küssen euer Herz. Wir sind immer noch am Start, immer fresh, lebt. Bis gleich im nächsten Video. Peace.